Ab diesem Freitag ist ein Action-Thriller mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle auf Netflix abrufbar. Und damit geht es hier jetzt um Tyler Rake Extraction. Tyler Rake ist gefährlich und hat schon sehr viele tödliche Situationen in seinem Leben gemeistert. Doch als Söldner begibt er sich immer wieder in solche und dieses Mal geht es um einen kleinen Jungen, der gerettet werden muss. Dabei handelt es sich aber um den Sohn eines Gangsterbosses und sein Auftrag führt ihn nach Dhaka, der Hauptstadt Bangladeschs. Im Untergrund, zwischen Drogen und Machtkämpfen, bleibt Tylers Mission aber nicht unbemerkt und so dauert es nicht lange, bis die halbe Stadt Jagd auf ihn macht und die wenigen Mitstreiter auf seiner Seite scheinen dann nur klägliche Unterstützung zu sein. Kann Tyler es schaffen, den Jungen aus dieser Hölle zu retten und inwiefern hat seine eigene Geschichte damit zu tun? Tyler Rake Extraction, im Original nur Extraction, geht 117 Minuten, hat aber einen Abspann von allein 14 Minuten und eine Netflix-Altersfreigabeempfehlung von 18 Jahren und ist dort ab diesem Freitag, dem 24. April 2020, abrufbar und ist, wie eingehend erwähnt, ein Action-Thriller mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle. Mit einer solchen Star-Power versucht man natürlich, die breite Masse zu erreichen und die Russo-Brüder, die ja unter anderem Civil War im Marvel Cinematic Universe gemacht haben, Avengers Infinity War und auch Endgame, haben natürlich auch Zugriff auf einen sehr namhaften Cast. Haben sie 21 Bridges schon abgerufen mit Chadwick Boseman? Machen sie jetzt hier mit Chris Hemsworth, lässt sich zumindest vermuten, weil sie produzieren Extraction und Joe Russo hat das Drehbuch unter anderem mitgeschrieben. Aber hierbei ist ein Film rausgekommen, dessen Action punktuell richtig gut ist, weil man nicht alles ständig zerschneidet und dadurch man gute Kampfchoreografien hat und die Kameraarbeit sich dabei umherdrehen kann, dabei aber sehr oft zu wackelig ist, dazu aber später mehr. Aber dennoch kannibalisiert sich diese Action irgendwann, weil der Film vollgepackt ist damit und der charakterbildende Momente einfach sehr lange auf sich warten lassen. Ehe man versucht, eine Tiefe zur Hauptfigur zu entwickeln, dauert es sage und schreibe 70 Minuten und da ist man auch irgendwann mal raus und denkt sich so, ja okay, dann bleibt es halt die ganze Zeit Geballerei und einer gegen Dutzende und irgendwo alles auf blutig und brutal gemacht, aber so mancher Schusseffekt und so weiter wirkt so ein bisschen wie zu sehr aus der Retorte, genauso wie die Musik und deswegen so ein Film, wo ich sage, für einen Actionstreifen ist der okay, aber leider auch nicht mehr, aber insgesamt von der Geschichte her, Vorhersehbarkeit, alles was dazugehört, doch eher schwierig. Aber dazu beim Fazit ein paar Worte mehr. Reden wir kurz über den Cast. Chris Hemsworth als Tyler Rake. Viele kennen ihn natürlich als Tordarsteller aus dem Marvel Cinematic Universe, hat aber auch in Bad Times at the El Royale gezeigt, dass er durchaus fähig ist, ein bisschen anders daherzukommen. Ein bisschen hippiehafter, ein bisschen selbstverliebter, ein bisschen charakterlich noch differenzierter. Und dass er auch witzig kann, wissen wir auch aus dem Marvel Cinematic Universe. Von all dem ruft man aber nichts ab. Er ist hier so der harte Hund, der zugegebenermaßen fit ist und mit seiner eigenen Center-Fit App er auch immer wieder zeigt, dass er nicht bloß Muskeln aufbauen kann, sondern auch sehr agil ist. Beides braucht er in Tyler Rake Extraction und kommt damit auch gut zurecht, sodass man natürlich beim Drehen von Actionsequenzen darauf setzen kann, dass man die Physis eines Hauptakteurs hat, weil eine Zeit lang gab es auch mal das Gerücht, dass Arnold Schwarzenegger eventuell diese Rolle hätte spielen sollen und da würde das natürlich nicht mehr so gut funktionieren. Chris Hemsworth ist hier einfach agil genug an dieser Stelle und dadurch kann man längere Action-Shots abfilmen und das funktioniert ordentlich. Aber wenn es mal darum geht zu erzählen, warum ist Tyler Rake so, wie er ist? Oder warum ist er so heroisch? Warum hat er diese Kanten? Was hat er für emotionale Probleme tief in sich verborgen? Da braucht der Film viel zu lange und wird dann einfach zu früh unglaubwürdig. Hier ruft man das Potenzial dieses Hauptdarstellers nicht ab. Und das gilt für die meisten Nebenfiguren, weil dieser Film so klar in Gut und Böse geteilt ist. Und die wenigen Überraschungen, die es gibt, die sind relativ vorhersehbar. Und auch ein David Harbour, den man hier im Cast drin hat und der nicht so viel Screentime hat, ist aber auch weit unterfordert. So muss ich ganz ehrlich sagen, ein Film, der klar auf Genre getrennt ist, aber dann noch zu viele Fehler macht, wenn man sich beispielsweise, was ich direkt im Anschluss gemacht habe, sich mal die erste Hälfte von The Raid anschaut und bei dem Iko Uwais sieht, wie richtig gute Action-Choreografien aussehen, dann merkt man, da liegen schon Welten dazwischen. Und das hat oft mit der Zeit für das Proben, für die Vorbereitung, der Auswahl der Akteure zu tun und so ist Tyler Rake eben einer dieser Action-Streifen, die guckst du einmal, brauche ich wirklich kein zweites Mal, hätte ich auch nicht unbedingt sehen müssen, was schade ist, weil ich Chris Hemsworth gerne sehe. Rein technisch ist der Film, sagen wir mal, solide, aber immer wieder mit starken Schwächen. Die Kameraarbeit ist zum Beispiel teilweise wirklich gut. Wenn sich mit der Action mitdreht und mitbewegt, denkt man, okay, relativ lange Einstellungen, nicht gleich 10 Schnitte innerhalb von 6 Sekunden. Aber dann immer wieder fällt einem auch auf in der Action, dass die Kamera dann rumgerissen wird, mitwackelt, um das Ganze eben noch hektischer, noch actionreicher wirken zu lassen. Das ist dann so ein bisschen diese Pseudo-Billig-Variante, einem Publikum zu verkaufen, dass hier ganz, ganz viel los ist, indem man die Kamera so ein bisschen mitschüttelt. Und das fände ich im Jahr 2020 ein bisschen schade, darauf zurückzugreifen, dass es dann eher einfach
kein cooles stilistisches Mittel. Wenn man mit anderen Einstellungen und mit mehr Proben und mehr gekonnten Fahrten arbeitet und weiß, wo man fokussieren muss, wenn man das eben länger in der Shotlist durcharbeitet, dann kann man da besser arbeiten, finde ich hier eben einer dieser Punkte, wo ich sage, durchaus auch seine Schwierigkeiten. Das Szenenbild, der Film in Indien gedreht, hatte teilweise das Problem, dass Fans von Chris Hemsworth massiv hin sind, denn in Indien sind ja gerade auch muskelbepackte Menschen, auch immer so, haben einen ganz besonderen Status, deswegen hatten sie auch so ein bisschen das Problem beim Drehen, dass Schaulustige 15 Stunden ausgeharrt haben, um ihn wenigstens nur einen kleinen Moment zu sehen, was die Drehbedingungen in Indien nicht besonders leicht gemacht hat. Inhaltlich aber angesiedelt eben in Bangladesch, wirkt es eben wie so eine Stadt, die teilweise wirklich sehr dreckig ist, wo im Untergrund alles geht, wo Leute verschwinden können, ohne dass man es merkt. Das zusammengepackt ist eben schon so ein Szenenbild, wo man das Gefühl hat, hier sind Gesetze und alles Mögliche außer Kraft gesetzt. Hier geht es rein nach Anarchie. Wer mehr zu sagen hat, bestimmt, wo lang es geht. Die Musik hat mich wirklich durchgehend genervt, weil sie war durchgehend vorhanden, aber immer wieder so aus der Retorte so ein Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du, dann wieder mal zwei, drei Trommeln zwischendurch, so das Tempo immer anziehend und mir immer übermitteln wollen, wie spannend doch alles ist, was sich bei mir beim Film aber leider oft nicht so richtig eingestellt hat. Und da finde ich, kann Musik immer ein ganz fataler Fehler sein, das Publikum irgendwann auch zu nerven, weswegen ich das hier wirklich schwierig finde in Extraction. Kostüm und Make-up taktisch und irgendwann immer kaputter sind die Effekte. Auf der einen Seite immer wieder richtig gut, aber auch diese typische, weil da wird sehr viel rumgeschossen. Der Film ist nicht umsonst ab 18, er ist recht brutal. Aber dieser typische Effekt, wenn dann geschossen wird und man so diese Blutfetzen so rausfliegen sieht, in diesem sehr dunklen roten Blutton, da ist ganz wenig Varianz in diesem Film drin, sodass man gefühlt immer wieder denselben Effekt hier 100-mal erlebt. Und auch die ein oder andere Explosion, da sieht man komplett, wie computeranimiert und unorganisch das ist. Und das, muss ich sagen, wirkt so ein bisschen, als würde man darauf setzen, dass die Leute es zu Hause nicht unbedingt auf Leinwand sehen, vielleicht auf dem Fernseher mit maximal 65 Zoll im Durchschnitt oder 55 Zoll oder gar nur auf dem iPad oder Tablet oder auf dem Handy. Und da sieht man natürlich eine viel schlechter, wenn Effekte nicht so stimmen. Das finde ich so ein bisschen schwierig. Auf einer großen Kinoleinwand würde sich das noch viel mehr verraten, was die Effekte angeht. Finde ich deswegen teilweise ein bisschen schwierig. Sage ich am Ende, es ist ein Actionstreifen, der teilweise wirklich gute Einstellungen hat, die ein oder andere gute Choreografie und nicht zu zerschnitten ist. Aber das betrifft ungefähr die Hälfte des Films, die andere Hälfte eben nicht. Ein Chris Hemsworth, der ist hier wirklich gut in Form. Man glaubt in die Physis, aber das Potenzial, was dieser Film und die Akteure haben, hat man nicht ausgeschöpft. Und ich finde die Kameraarbeit mit dem ständigen Rumgereiße immer wieder daneben. Manche Effekte wirken wirklich schwierig. Die Action kannibalisiert sich irgendwann, weil es einfach sehr, sehr viel ist. Und allein 14 Minuten Abspann lassen schon darauf schließen, wie viel Special Effects man hier reingebaut hat, unter anderem, um diesen Film so aussehen zu lassen, wie er ist. Die Charaktertiefe wird mir dann als Publikum zu billig und zu spät versucht einzutrichtern, auch wenn ich immer wieder so per Foreshadowing diese Ansätze bekomme, warum ist Tyler so, wie er ist, ehe man ihn dann irgendwann in eine traurig-emotionale Szene zwängt, kommst du bei dem ganzen Tempo und Geballer vorher nicht mehr runter, um zu sagen, oh, jetzt docke ich mal nach 70 Minuten emotional an. Funktioniert für mich nicht und die musikalische Untermalung ist schwach. Deswegen sage ich, als Actionstreifen, aufgrund seiner Choreos, die es gibt und Momente, die es gibt, und wenn ich nur auf dieses Genre gucke, 6,5 von 10 möglichen Punkten, insgesamt 4 von 10 möglichen Punkten und damit für mich persönlich zumindest enttäuschend, Tyler Rake Extraction, und da bin ich auch raus in meiner Review zu diesem Film, ab diesem Freitag auf Netflix abrufbar. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmschauen.